Hey Leute und willkommen zum zweiten Part von Star Wars Battlefront Beta. Ja, der dritte Teil logischerweise. Und ja, heute wollte ich einfach mal euch Multiplayer zeigen, habe ich ja im letzten Part gesagt. Beta wieder logischerweise. Ja, irgendwas wollte ich gerade sagen, das habe ich so vergessen. Egal. Ja, und ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal Drop Zone, die beste Map und der beste Modus eigentlich auch. Den werde ich euch dann im letzten Part zeigen. Weil das ist ja, wie gesagt, so ein Mini-Let's Play aus drei Parts. Also ja, freut euch schon mal darauf. Ich spiele jetzt erstmal Drop Zone. Aber keine Angst. Das andere wird im nächsten Part starten. Ja. Wir können jetzt hier den Match joinen. Das machen wir auch eben schnell. Und ja, rechts haben wir gerade die anderen Spieler gesehen. Und jetzt sehen wir Drop Zone. Fragt mich nicht, was man da machen muss. Ja, okay. Escape pods are crashing down on the planet. Rebels must claim them. Das ist, okay. Konnte jetzt nicht alles mehr lesen. Ja. Hier sehen wir, ich habe jetzt hier noch nicht so viel geunlockt, weil ich halt erst Rang 2 bin. Ich habe jetzt hier halt in meiner primären Hand einfach mal Granaten. Und ja, sonst habe ich hier auch nichts mehr. Hier so Friends habe ich jetzt auch keine, weil keiner meiner Freunde halt jetzt die Beta hat. Aber ich denke, vielleicht werde ich noch jemanden dazu rumkriegen. Ja, ich habe es jetzt einfach mal gestartet. Und da gucken wir uns mal kurz den kleinen Film mehr oder weniger an. Es hat immer so eine kleine Zwischensequenz. Die finde ich ganz nice. Das hat gerade ganz kurz geleckt. Keine Ahnung warum. Ja, ich habe die Grafikanforderungen jetzt auch nicht so extrem hoch. Ich könnte sie jetzt höher stellen, aber ich denke, da wird es beim Aufnehmen etwas lecken. Aber ja, privat werde ich sie vielleicht noch mal höher stellen, weil das Spiel kann was von der Grafik und mein PC müsste es eigentlich auch aushalten. Ja. Ja, hier, das checke ich noch nicht. Wir haben halt hier so einen Partner und ich checke halt nicht, warum wir diesen Partner haben. Wahrscheinlich ist es so ein Partner und wenn wir zusammen halt kämpfen, haben wir halt mehr, ich sag mal, haben wir halt bessere, ich sag mal, sind wir halt besser sozusagen, aber ich weiß es nicht. Also wir haben halt hier so einen zufälligen Partner, aber egal, starten wir. Ist jetzt halt online, mit Tab können wir halt alle Spiele anzeigen. Und Leute, ich werde verkacken, also erwartet nicht zu viel, ich bin nicht gut in solchen Spielen. Aber naja. Ja, wir müssen jetzt erstmal ein paar Pots claimen. Anscheinend ist es sowas wie Flagge erobern, aber ich bin mir nicht sicher. Aber Leute, erwartet nicht zu viel. Ich werde eh eine Minus-KD haben nach diesem Match, aber egal. Oh, den haben wir gekillt, zumindest Assist haben wir. Also gekillt haben wir nicht, aber Assist. Na, okay, da haben wir verkackt. War etwas dumm. Aber egal. Ja, ich bin auch so einer, der hat meistens Assist und kein Kill. Das ärgert mich immer. Deswegen habe ich auch öfters eine Minus-KD. Aber egal. Ja, ist halt Star Wars, ein Star Wars Shooter Game. Ich habe Teil 1 oder 2, bin ich mir gar nicht sicher, mal angezockt. Aber nicht online. Und ja, da haben wir, glaube ich, gerade einen gekillt, ja. Oh fuck, da ist ja einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. What the fuck? Oh fuck, das war eine Granate. Ich wollte gerade auch eine Granate werfen. Das war dumm. Keine Ahnung, ich stelle mich zwischendurch echt dumm an, aber egal. Naja, also es ist mehr so Flanken erobern. Und ja, die Map ist eigentlich auch ganz cool, aber Hoth ist natürlich besser. Und das wird. What the fuck? Das werde ich euch in einem anderen Part aber eher sagen. Okay, da waren zu viele Leute. Da waren 3, 4, 5. Ich hätte den einen gekriegt, aber da waren zu viele. Also ich bin halt nicht der Beste, wie gesagt. Mal gucken. Also ist halt online, wie gesagt. Ja, den haben wir. Quack, quack, quack. Und ihr seht, ich habe nicht oft gespielt. Ich habe ein Match, deswegen habe ich jetzt auch gerade so wenig Kills. Wie dumm ich war. Ich habe die Granate nicht gehört, ich habe sie nur in der letzten Sekunde gehört. What the fuck? Wie schnell explodiert die denn? So schnell hätte ich gar nicht wegkommen können, egal. Scheiß drauf. Es soll einfach nur zur Unterhaltung dienen und ja, es macht Spaß. Und ich denke, ich werde mich auch noch verbessern. Wenn ich die Beta jetzt etwas mehr spiele, dann und mir dann das Endgame, das richtige Game kaufe, werde ich denke ich mal auch schon besser sein, als wenn ich jetzt die Beta nicht spiele. Deswegen ja, erwartet nicht so viel. Das ist mein zweites Online-Match. Ja, also. Einfach nicht so viel erwarten. Und da war gerade eine Granate, aber der konnte ich entkommen. Ich glaube, da sind Leute hinter mir, aber ich renne einfach ganz YOLO und durch.
Da ist einer. Ich glaube, der. Ich habe keinen Assist bekommen. What the fuck, als ob ich den nicht getroffen habe. Nice, ich habe ihn. Konnte ich noch eine Granate werfen? Ich glaube nicht. Ne, die habe ich da unten liegen gelassen, glaube ich. Naja, egal. Also ich bin nicht der Beste. Noch nicht, aber das wird sich hoffentlich noch bessern. Ich weiß auch gar nicht, wie man sich ducken kann und so eine Scheiße. Nice, den haben wir. Na, fuck. Aber wir haben ihn noch geclaimed. Okay. Ja, also ich bin nicht der Beste, sage ich jetzt von zum 10 Millionsten Mal, aber ich denke, es geht jetzt noch klar. Ja, da gab es gerade ganz kurz einen Soundbug. Aber naja, egal. Ich spiele übrigens ab 16, glaube ich. Also gut, dass es nicht ab 18 ist wie COD oder so. Aber naja. Also geht eigentlich auch klar. Man konnte es auf der Gamescom, glaube ich, sogar. Ja gut, hab ich gesagt. Man konnte es auf der Gamescom, glaube ich, sogar ab 12 zocken, weil das halt nur so ein. Bei der Gamescom war es halt nur so eine Vorschau. Dort konnte man halt nur mit dem Schiff rumfliegen und da gab es halt nicht diese Ego-Perspektive. Und deswegen konnte man das, glaube ich, schon ab 12 spielen auf der Gamescom, aber ich habe es trotzdem nicht gespielt, weil die Wartezeit einfach 3 oder 4 Stunden war und da war es mir echt zu schade. Aber naja, ich glaube, man konnte es halt aus dem Grund nur spielen, weil man halt nur so ein Schiff halt gemacht hat und der war halt nicht so schlimm, wie es jetzt in der Ego-Perspektive ist. Immer diese scheiß hässlichen Granaten, ohne Spaß. Die kommen immer eine Sekunde kommen die immer. Also man hört die erst eine Sekunde, bevor sie explodieren und da hat man kaum noch eine Chance zu entkommen. Na, wir sind gerade die Rebellen. Okay, gehen wir mal hier hin. Wir haben leider nicht einen Jetpack-Schub, den fände ich ganz nice. What the fuck, was ist los? Guckt euch meine scheiß KD an, 3 zu 9, ich bin so scheiße. Sorry Leute, sorry, sorry, sorry. Aber ich denke, das wird sich verbessern. Ja, und ihr seht, man kann auch mit Schiffen rumfliegen. Wenn man halt so ein Schiff, ich sag mal, claimt, also halt so einsammelt, ich sag mal. Also gibt halt auch verschiedene Power-Ups und so. Ja, also man kann mit Schiffen rumfliegen und vieles mehr. Ja, gibt hier wirklich sehr, sehr viel zu entdecken. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, das Spiel zu kaufen. Man kann auch viel freischalten und so weiter. Was ist das? Was ist das? Was ist... Man kann die Sachen einfach nicht einsammeln. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Komm, ich verstecke das Spiel teilweise noch nicht ganz, aber ich denke, das wird sich besser. Vor allem, wenn ich das Spiel erstmal in Deutsch habe. Da haben wir gut reagiert, aber wir haben ihn leider nicht mehr gekriegt. Der campt da. Ich wusste es. Was für ein Camper. Guck mal, wie er da in der Ecke campt, Leute, und dann noch sein Teammate holt. Mein Gott, wie dreckig. Okay, den haben wir auch noch mal gut getroffen. Da sind eh Leute hinter mir, ich weiß schon. Ja, GG. Keine Chance, wenn da 20 Millionen Leute stehen, weil alle einfach nur rumcampen. Und was ist doch so, guck mal, wie der da rumgammelt und campt. Ich meine, das ist jetzt nicht so ein Eckencamp oder so, aber ich bin halt immer so ein Typ, der rennt halt viel rum und da gibt es ja auch Leute hier, die einfach rumcampen. Ich hoffe, das ändert sich später, wenn das Spiel endgültig raus ist. Aber naja, so dreckige Camper sind es jetzt auch nicht, die dann einfach in der Ecke hocken. Also, naja, wir wurden jetzt defeated. Und ich würde sagen, hängen wir einfach noch eine Runde dran, weil die war so kurz und ich habe auch so dermaßen verkackt. Guckt euch meine KD an. Ich war aber nicht schlechtester. Weil ich habe halt auch ein paar Leute abgestaubt, also nicht abgestaubt, sondern Beihilfe. Ja, also da war ich ziemlich schlecht, aber naja. Dafür haben wir die meisten. Nee, okay, ich dachte, wir hätten die meisten Pots. Das sah nur so aus, aber wie. Aber ja, auch dieses Fragezeichen ins Bild. Wir sind fast Rang 3. Oder? Ah. Fast Rang 3, fast. Dann hängen wir jetzt einfach noch ein Spiel dran. Ja, haben jetzt ein paar Credits und ja, dann immer nach jedem Match kommt hier dieses Thanks for playing Beta, bla bla bla, obwohl man ja eigentlich unendlich spielen kann. Aber ist halt so. Ja, und dann
Gehen wir jetzt einfach mal ein Match rein, in ein neues Match. Ja, einfach mal ein Match dranhängen, weil das andere so kurz war. Und weil ich dann auch noch nicht, weil ich dann auch Rang 3 werde beim nächsten Match. Ja, das können wir dann einfach mal austesten. Dann können wir noch die Sachen, die wir freigeschaltet haben, ausrüsten und so weiter. Und können ja halt im nächsten Part benutzen. Das skippe ich jetzt einfach mal. Und gehe halt einfach rein. Ja, also, ich denke, wird ganz nice. Aber ich bin halt noch ziemlich schlecht. Hoffe, ihr verzeiht mir das. Soll jetzt auch nur halbwegs zur Unterhaltung dienen. Aber man muss auch schon auf den Himmel achten. Das finde ich ziemlich nice. Ist wirklich alles realistisch gehalten, als wenn man wirklich Teil dieser Schlacht in Star Wars wäre. Ist man auch im Prinzip. Ich glaube, man muss das gedrückt halten, wenn man das werfen will. Das habe ich gerade vergessen. Fuck. Na. Na, der nice, den haben wir gekillt, ja. Okay, das war dumm, das war dumm, das war sehr dumm, das war zu dumm. Ja, okay, da sind sie. Habe ich nicht gesehen. Ja, gehen wir mal bei Partnerstart rein. Frag mich nicht, was der Partner bedeutet. Naja, vielleicht ist man dann stärker. Auf jeden Fall wird er ja als gelb angezeigt. Und nein, das ist nicht wie bei MMOs, dass er neutral ist und du ihn angreifen kannst. Das ist definitiv nicht so. Ja. Wir sind jetzt auf jeden Fall die Imperialen und haben jetzt hier auch dieses Stormtrooper-Ausrüstung, sag ich einfach mal. What the fuck, what the fuck, what the fuck. Das war Dummheit, das war Dummheit. Da muss ich echt mal sagen, das war Dummheit von mir. Naja, ich bin halt nicht der Beste, sorry dafür, ich soll euch einfach nur unterhalten. Und ich hoffe, mir gelingt das halbwegs. Ich möchte gerne diesen Jetpack-Boost haben, das fuckt mich ab, dass ich den noch nicht habe. Ich hoffe, man kann ihn noch freischalten, wenn ich nur in Survival gibt, dann finde ich es halt ziemlich schade. Okay, der hat den einfach. Wie kann man sich denn hinhocken? Das wäre jetzt dumm, ich werde jetzt eh abgestaubt. Aber ich muss es einfach nachgucken. Ich muss es einfach angucken. Hä? L-Shift, Hold Crunch, L-Control, keine Ahnung, Leute. Ich werde es mir dann nochmal später irgendwann angucken. Naja. Partner Start. Ah, mit Steuerung kann man sich hinknien. Okay. Das wollte ich nur wissen. Dann habe ich mich jetzt halt unnötig mal killen lassen. Ist aber nicht so schlimm. Okay, wir können jetzt einen Pot claimen. Okay, Assist. Hä? Achso, ich dachte, oh, das war Dummheit. Ich bin ziemlich schlecht. Oh, ich. Warum bin ich so schlecht? Das regt mich auf. Oh, sorry Leute, tut mir echt leid, aber ich habe einfach keine Chance gegen solche Leute, die einfach gut sind. Naja, ich musste gerade ganz kurz was auf meine Uhr schauen, deswegen. Als ob man hört die Scheiße nicht. Man hört sie einfach nicht. Man hört sie einfach nicht. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich stelle den Sound kurz um. So, back. Ich hoffe, man hört jetzt besser. Peinlich. Peinlich. Ich bin so schlecht. Ich hoffe, euch unterhält dieses schlechte Sein. Ich kann es aber auch nicht so rumschreien, weil es sind gewisse Eltern im Haus. Das wäre ich jetzt richtig geraged, Leute. Ich kann uns zocken so richtig ausrasten. Aber naja, egal. Ja, schön für dich.
Den haben wir gekillt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Den haben wir auch noch gekillt, glaube ich. Ja, okay. Aber wir sind mega schlecht. Wir haben schon wieder so eine scheiß Minus-KD. Und keine minimale, sondern eine recht hohe Minus-KD. Egal. Bist du mehr niedriger? Komm, jetzt campen wir mal ein bisschen. Jetzt campen wir hier mal unten mal ein bisschen. Quack, 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 quack. Haben wir den noch geholt? Ja, wir haben. Okay. Egal. Wir sind hier 4 zu 9. Ist mega scheiße eigentlich. Der Sound buggt auch ein bisschen. Das liegt eigentlich am Aufnehmen, denke ich. Aber naja, hoffe, ihr verzeiht mir das, wenn ich jetzt wirklich scheiße spiele. Ja, es ist okay. Alles klar. Ich höre die Scheiße einfach nicht. Ich höre sie einfach nicht. Und dann wird man mit One-Hit von einer Granate gekillt, weil man sie einfach nicht hört. Ich hätte mir jetzt so viele Tode sparen können, wenn ich die Granaten einfach hören würde. Weil man, ich höre sie eine Sekunde vorher. Ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist, aber ich höre sie eine Sekunde vorher. Nice, den haben wir. Ja, okay, den Kill haben wir gut bekommen. Fuck off. Ich wäre da dran gegangen, aber nein, da muss hier jemand kommen. Egal, jetzt geht mein Kollege da dran. Ja, man muss ja auch ein bisschen im Team achten, aber wir werden jetzt eh wieder verlieren. Ja, aber das Spiel soll euch, wie gesagt, unterhalten, dieses Mini-Let's Play. Später, wenn ich vielleicht mal wirklich anfange, ein paar Videos darüber zu machen, das werden nicht viele sein, aber ein paar, dann, werde ich versuchen, dann auch wirklich gute Runden zu kriegen, aber das soll ich, mindestens für soll ich jetzt einfach mal meine ersten Eindrücke vermitteln und euch halbwegs unterhalten. Und ja, also, ich hoffe, ihr empfindet das auch als Unterhaltung und seid nicht genervt davon, dass ich so schlecht spiele. Fuck, fuck, fuck. Der Sound buggt. Na, dumm. Da war noch zu viele. Naja, also ich bin gesagt, wie gesagt, schlechter sage ich so 20 Millionen Mal, aber egal. Ich werde jetzt gleich in Anschluss noch die dritte Folge aufnehmen. Werde die jetzt wahrscheinlich auch noch verkacken. Aber dann bin ich wenigstens jetzt ein bisschen eingespielt. Als dass ich die morgen aufnehme und dann nochmal so verkacke wie jetzt. Wahrscheinlich werde ich trotzdem so verkacken, aber naja. Und jetzt bin ich Rang 3, das ist nice. Okay, also hoffentlich werde ich die nächste nicht so extrem verkacken, aber ich denke, die wird auch nicht gerade sehr gut werden. Naja, aber wenn ich wirklich anfange, darüber Videos zu machen, dann, wenn ich mir das Spiel gekauft habe, und dann versuche ich häufig gute Runden zu bekommen. Das ist jetzt nicht gerade sehr nett, aber es soll ich einfach nur meine ersten Eindrücke vermitteln und ich hoffe, das gelingt mir auch halbwegs. Die haben einfach so OP-Blaster, dass ich mit 2 jetzt down bin. Also da muss man echt schon teilweise sagen, dass ich da teilweise auch nichts für kann. Teilweise, aber auch nur. Aber egal. Ich will jetzt auch nicht meinen Account so mega hoch spielen, weil er wird wieder runtergesetzt nach der Beta. Deswegen werde ich das Spiel auch nicht so durchsuchten. Ich werde es halt nur ein bisschen anspielen, um halt später, wenn ich das Spiel mir kaufe, nicht völlig zu verkacken. Da kann ich lieber in der Beta verkacken als später. Obwohl ich glaube ich dort auch verkacken werde. Ich hoffe es aber einfach mal nicht. Wie oft habe ich eigentlich schon verkacken in diesem Video gesagt? Nice. Buggt der Sound halt noch mehr rum. Was geht mit dem Sound ab, ganz ehrlich? Also auch teilweise in GTA so. Da leckt es nicht, sondern der Sound leckt. Also bei Grafik auf treibenden Spielen wie GTA 5 oder hier Battlefront leckt es einfach nicht, sondern der Sound leckt. Warum? Das ist jetzt schon echt peinlich. War peinlich. Aber der war noch peinlicher. Also frage ich mich, warum leckt der Sound und nicht das Game? Aber naja. Frag mich nicht warum. Wahrscheinlich wegen meiner Soundkarte. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich habe ich eine mega scheiß Soundkarte.
Ich höre jetzt hier auch gerade so ein kleines Knistern in meinem Headset. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch vom Game. Und hier, ab hier ist es anscheinend. Nee, doch nicht. Ich dachte, es wäre ab Rang 3 mega schwer aufzusteigen. Weil ich halt nur so wenig Erfahrung am Anfang bekommen habe. Oh, naja. Thanks for playing Beta. Ja, schön für dich. Kannst jetzt mal weggehen. Bitte weg. Danke. So, okay. Dann quitten wir mal und rüsten uns unsere neuen Sachen aus. Und dann war's schon von diesem Part. Die Parts werden immer ein bisschen länger werden, aber hoffe, ihr findet das auch gut. Und ja, rüsten wir mal unsere Sachen kurz aus. Back. Collect. So, Equip. Star Cards. New Cards, ja. Iron Shot, was machen wir? Ich wähle jetzt einfach erstmal das so aus. Okay, jetzt haben wir die Card. Geunlockt. Wählen die hier aus. Okay, jetzt haben wir sie beide ausgerüstet. Nice. Haben wir irgendeinen Blaster? Ja, aber den können wir jetzt hier ausrüsten, weil ich mir die Karte gekauft habe, ich Idiot. Egal. Oder? Ja, egal. Dann kann ich mir vielleicht noch die andere Karte kaufen. Ich weiß nicht, ob die. Die kann ich mir auch noch nicht kaufen. Egal, dann muss ich halt noch ein bisschen Credits bekommen und ja. Also ist das Spiel im Prinzip auch gut. Ich finde es ganz nice. Ich bin es halt am Anfang ziemlich schlecht, aber ich hoffe, es unterhält euch einfach. Ich wollte euch auch erstmal nur meine ersten Eindrücke verteilen und ja. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.